Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von City Skylines und wir basteln hier weiter in unserer lustigen Stadt. Ich sehe gerade, dass wir sehr viel Anfrage oder Nachfrage haben. Mittlere Nachfrage hier zum Beispiel nach Gewerbegebieten und nach Industrie- oder Bürogebieten. Und da wir sehr viel gebildetes Material haben, denke ich mal, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir noch ein paar Büros bauen. Ja. Wo hauen wir die hin? Ich weiß es nicht. Vielleicht hier hinter? Irgendwie so? Ein neuer Ring oder sowas? Oh, ich mach das nochmal hier so. Hier so entlang. Vielleicht auch so in gerade. Kann er natürlich nicht. Ach so, kann er doch. Ah ja, okay. Sehr schön. Das werden wir jetzt hier so ein bisschen strahlenförmig wieder weiter ausbauen. Hier so in etwa. So. Das ist doch schön. Und von hier bis nach da. Ich finde es eigentlich ganz interessant, wenn wir das so bauen. Jetzt hier natürlich wieder eine Gerade dran. So. Dazwischen natürlich. Nom 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 nom. So. Jupp. Hier noch einmal so eine schöne Verbindung. Vielleicht nicht mehr gerade. So. Hier, zack. So gefällt mir das. Und natürlich hier zwischendrin noch wieder eine Verbindung. Wunderbar. Also es ist schon traumhaft so ein bisschen, wie ich das hier entlang ziehe. Also man kann nicht sagen, ich würde hier nur eine Schachbrettstadt machen. Das ist inzwischen schon eingetragene Kunst. Also es ist echt hier Kunst auf hohem Niveau. Machen hier Büros, wenn wir wieder neue Wohnungskramsgedöns haben. So als Abtrennung und dann dahinter Gewerbe. Hier. Wegen des Lärms, ja? Gewerbe. So und zack, da kommen sie natürlich auch direkt. Noch hier Büro. Ich glaube, es reicht eigentlich auch von diesen Bürosachen. Aber wir sorgen einfach schon mal vor. Wir sorgen einfach schon mal vor. So, und hier muss ich auch wieder Falls. 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 Jo. Da ist auch Falls und das hier auch. Ach, das ist ja schön. So, die brauchen Wasser. Ach, Freunde. Das könnt ihr doch gerne haben. Gar kein Problem. So, hier nochmal entlang. Jo. Wunderbar, der Strom, der kommt auch. Der Strom fließt. Es ist wunderbar. Es kommen dort neue Gebäude dazu. Die sind einfach schön und toll und freuen sich. Wir wollten Bahnhöfe setzen. Jetzt will ich mal gucken. Wir können 1, 2, 3, 4, 5 Bahnhöfe im Prinzip setzen. 6, wenn wir das da unten mitnehmen. Ich fange einfach mal an, indem ich hier einen Bahnhof hinsetze, wo ich einfach denke, sozusagen, wo der hin sollte. Wir haben hier oben. Okay. Muss an eine Straße platziert werden. Ich denke hier. Hier wäre ganz gut. Er kostet halt. Oder macht halt Lärm, ne? Das heißt, wir setzen hier mal eine Straße hin. Vielleicht hiervon abgeht oder so. Machen wir das mal. Wie mache ich das denn am besten? Hier jetzt ein bisschen gerade oder was? So. Ja. Ja, okay. Wir setzen mich mal hier den ersten Bahnhof ran.
Okay, kein Wasser. Das ist es hier immer, ne? Es ist, fehlt immer irgendwie Wasser oder so. Wo ist jetzt Wasser da? Strom kommt auch? Super. Okay, das wäre Bahnhof Nummer 1. Dann wäre natürlich ein Bahnhof irgendwo hier in der Nähe ultra praktisch. Mal ganz kurz den Strom checken. Wir probieren mal einfach hier irgendwie einen Bahnhof hinzu. Ah, hier mittendrin ist halt schlecht, ne? Aber was halt okay oder gut wäre, denke ich mal. Hier so außen dran. Hier. Wir erreichen damit nicht so viele, ne? Aber vielleicht kann man da so Touren oder irgendwie sowas irgendwie einrichten oder so. Ich weiß es nicht genau. Hier entlang, hier rüber. Muss gucken, wie ich hier die Schienen durchbekommen könnte. Das hier durch, hier irgendwie herum. Guck einfach mal. Setz mal hier einen hin. So, und von hier. Wie verlege ich hier die Schienen? Weiß ich noch nicht. Ich will erstmal vielleicht eine Verbindung hier irgendwie bauen. Hier fährt der Einzug hin. Oh, also das wird nicht einfach. Ich mache hier ein bisschen kürzer wieder. Zu steil. Ach, scheiße. Ich glaube. Wird so einfach nix. Wo ist der andere Bahnhof? Der ist. Da, ne? Direkt am Atomkraftwerk vorbei. Okay, hier dran vorbeigekriegt. Alter Schwede, das ist hier. Das ist hier tricky. Mhm. Okay. Wir hätten möglichst wenig Gebäude damit zerstört, ne? So, muss ich da irgendwie gleich hin? Nee, das... Das geht sogar. Und dann ist hier... Kann ich da nicht machen? Kann ich hier überhaupt nicht machen. Ich muss hier einmal außen rum. Also vielleicht sogar ein bisschen früher noch abbiegen. Hier so. Ja, es sieht zwar ein bisschen kacke aus. Muss ich ja echt zugeben. Aber das kann echt nur gerade, diese Züge. Können nicht irgendwie mal so ein bisschen gebogen oder so sein. Jetzt hier runter. Jetzt ein Teil. Okay. Vielleicht hätten wir hier den auf jeden Fall schon mal irgendwie verbunden. Jetzt versuche ich mal die Straße wohin zu bauen. Wo ist der andere? Der ist da. Okay. Okay, das hat sich da schon mal gerade wieder erledigt. Kommt da irgendwie durch. Noch einmal das Ding hier rüber.
Das ist so ein bisschen Spaghetti-Programmierung, falls euch das was sagt. Hinten muss ich hin, ne? Darüber? Nee. So auf jeden Fall nicht. Wieder ran. Ein bisschen höher. Alter Schwede. Durch so ein bestehendes Netz eine Bahn zu verlegen, das ist ja mal überhaupt gar keine leichte Aufgabe. Nochmal hier, so ein bisschen jetzt absenken. Nee, das ist ein bisschen falsch, der Winkel dort. So, jetzt muss ich hier wieder hoch. Jawohl. Wo ist das andere Ding? Ah, da vorne. Ich bin gar nicht so weit weg. So. Ach, herrje. Ja, verbunden! Und der andere, der ist hier. Der ist natürlich ohne Strom und ist ganz traurig, weil ihn keiner mag. Ist gar kein Problem hier für uns, dass den keiner mag. So, muss dann hier rüber. Oh, und jetzt kannst du hier auch wieder runter. Zack. Also, wir haben hier schon Zugverbindungen. Strom. Gibt es gleich. Strom gibt es gleich. Gibt es jetzt auch hier Zuglinie? Aha. Okay. Das heißt, hier muss man im Prinzip auch einen Bus hinfahren lassen und so weiter. Ah, ja. Okay, verstehe. Gut. Dann gibt es hier wieder weiter Büros. Und es gibt hier weiter Gewerbe. Und dann haben wir auch gleich hier unsere Stromverbindung. Ich hoffe, dass wir auch Wasser hier haben. Wasser ist da. Weiter. Wenn wir hier gleich mal Strom haben. Im Prinzip soll das ganze Ding einmal rumführen. Müllproblem. Und die Leute sterben. Müllberge. Busdepot. Müll. Müll. Da vorne ist eine. Pass mal auf, wir versuchen das hier mal zu verbinden. Das Ganze vielleicht ein bisschen schneller geht. Zack, die Bohne. Habt ihr da eure Müllentsorgung relativ schnell? So, normale Mülldeponie. Jetzt mal bitte los. Hier hin bitte. Hier sind ganz viele nötig. Wir haben also jetzt hier einen Zug, der da Verbindung hat. Ja, der fährt jetzt hier rüber. Der kann hier vorbei. Wir können jetzt hier mit dem Zug entlang. Wir können auch da weiter. Eine Zuglinie, die wir jetzt hier so aufbauen. Hier so entlang. Und wir können halt eine Abzweigung machen. Hier so rum. Die dann auch daran wieder führt. Das baue ich jetzt mal. Und erstmal setzen wir halt irgendwo noch einen Bahnhof hin, einen Bus,
Ein Zug. Dahin. So. Und das schütteln wir jetzt mal hier so ein bisschen. Die freuen sich natürlich nicht, dass da so der Zug entlang fährt oder so. Vermute ich einfach mal. Da muss ich hier noch ein bisschen anderen Winkel einschlagen. Mit ein bisschen höher hier. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Also ich kriege hier keine richtige. Na endlich. So. Jetzt kann das hier auch wieder ein bisschen flach laufen. So, da haben wir hier eine Abzweigung. Für das Ding hier rum. So, ob wir daran vorbeikommen. Das funktioniert. Dieser Ort ist bereits belegt. Wieso will das denn hier rein? In die, mit der Bahn da rein. So, jetzt können wir hier ruhig flach entlang. Neben der Autobahn. Schön. Hier einmal außen rum. Natürlich wäre es natürlich schön, wenn wir hier noch weitere Anbindungsmöglichkeiten hätten. Ich sehe da jetzt die Option, irgendwie ranzukommen. So, wie komme ich da ran? Kann ich auch irgendwie einen Tunnel machen? Hier weiter runter? Nee. Wahrscheinlich geht das nicht. So. So, jetzt haben wir auch hier die Verbindung. Sehr schön. Ich will jetzt noch, also wir haben jetzt einen Zug dahin. Daran. Kann mal. Nee, ich will eigentlich noch nicht. Obwohl, hier rein das zu bauen, das wird echt zu hart. Ich kann jetzt also hier nochmal eine Zuglinie machen. Fang also hier an. Fahren. Nach hier. Fahren nach da. Fahren nach hier und beenden das Ding. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir da mitnehmen. Ich vermute mal 5 oder so. Scheinbar aber nicht so viele. Und das mit der Nachfrage nimmt einfach gar kein Ende. Und wir haben jetzt gleich 88.000 Einwohner. Wie ist denn das hier mit den Arbeitern? So viele Gebildete. Okay. Wo fahren denn jetzt hier gerade die Züge? Gibt es sowas wie ein Zugdepot oder so? Da. Ach da, guck mal an. Ich will den Zug mir mal angucken, bitte. Zuglinie 1. 5 von 240. Muss ich vielleicht auch erstmal einspielen oder so? Jetzt hier. Und da fehlt auch einer. Halt, Pause. 5 Stück sind jetzt hier lang gefahren. Haben jetzt natürlich hier nur hin und rück. 23 Passagiere. Ich will eigentlich hier mal Pause machen. Ah, endlich.
Sieht es denn da aus? 10. Also so viele fahren jetzt damit nicht. Ja. Wir brauchen halt jetzt Verkehrswege, die per Bus oder sowas direkt dahin führen. Ja, also wir haben jetzt hier eine Station. Also jetzt hier eine Cities in Motion Errungenschaft. Okay. Will hier alles mitnehmen. Am besten hier einmal so. Wie hier so. Irgendwie so vielleicht. Ich mach das mal irgendwie. Die fahren jetzt hier halt einfach einmal so ein bisschen rum. Sind halt die Busse, die zum Zug führen. So. Wo komme ich denn hier auf den Zug wieder? Zack. Verbindung gebaut. So, jetzt brauchen wir hier noch eine Verbindung zu dem Zug. Das heißt, hier geht's los. Wir fahren einmal hier komplett entlang. Wir haben circa 8000 Linien, die entlang führen. Aber wir wollen ja möglichst jeden Pups hier mitnehmen, ne? Alles, was hier Pups sagen kann, soll halt mit. So. Da entlang. Das wird auf jeden Fall wieder eine Mordsstrecke. Hier. Ich denke aber mal, dass das gar nicht so verkehrt ist, wenn man das Ganze so mit den Zügen verbindet. Vielleicht bringt uns das auf jeden Fall mehr Leute, die dann zum Zug hinfahren. So. Hier hin. Es ist halt ein bisschen unübersichtlich, weil ich nicht mehr so richtig sehen kann. Da oben. Da eine Haltestelle. So, hier auch. Gucken wir uns das auch mal an. 40 Haltestellen. Jo. Hier sehr viele U-Bahnen und so weiter. Das führt halt alles jetzt so ein bisschen dahin. Lassen wir mal weiter laufen. Auch hier muss natürlich auch irgendwie dran gehalten werden. Und wir machen mal das mir ganz immer normal angucken. Fahren einmal hier rein. Hier so irgendwie so ein bisschen schlangenlinienförmig oder so, keine Ahnung. Wir stecken immer noch im Müll. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Verstehe es, wer will. Ich verstehe es nicht. Am Stadion vorbei, das ist immer schön. Hier sind sowieso noch gar keine Buslinien, ne? Das ist sowieso ein bisschen Mist. So. War jetzt hier mal so ein bisschen tricky. Nee. Hierhin. Dahin. Schon ein bisschen crazy. Diese Linie. Und da wird auch wieder verbunden. Hä? Die jetzt verbunden oder was ist da jetzt so los? Linie Nummer 13 oder was auch immer? Ja. Select none und jetzt nur diese. Sieht okay aus. Führt hier so ein bisschen rum. Hier so. Führt so ein bisschen durch das Gebiet. Jetzt nicht überall entlang. Aber halt auch nicht so optimal. Hier, blöder Treiber. Yep. Und
Und dann gibt es noch diesen hier, ne? Der ist natürlich auch so ein bisschen im Zentrum. Da ist es vielleicht nicht so schlimm. So. Wir gucken uns das gleich mal an, wie sich das mit den Zügen verhält. Ob sich das irgendwie verändert. Passagiere 60%. Aha. Na denn, na denn. Wir brauchen definitiv wieder mehr Jobs. Mehr Jobs. Haben wir echt immer noch so viele Gebildete? Mhm. Okay. Das wird hier echt sehr heftig. Das wird einfach ultra, ultra heftig. Brauchen wir das nochmal hier so? So? So, da können wir natürlich hier nicht so viel machen. Kommen wir nicht so wirklich ran. Wir können da eine Verbindung rüberlegen, indem wir eine... Ich denke mal, das wird schon zu steil sein. Oh, es geht. Okay. Gleiche probieren wir auch hier. Wunderbar, wunderbar. Jo. Sehr schön. Und jetzt hier halt nochmal wieder Drehstein. Auch hier brauchen wir nicht. Aber hier vielleicht. Und da so rein. Fände ich gut. Gerade ein bisschen kompliziert, okay. Nicht so einfach hier gerade mit dem Bau. Jetzt berührt das Ding nicht, das ist in Ordnung. Komm dran vorbei, wuhu! Okay, na gut, ich baue jetzt halt wieder, ne? Büros. Achso, hier komplett Büro. Bis hier hin. Und dann hier Commercials. Ich glaube, das ist schon echt ein bisschen krass. So. Hier alles kommerzialisiert. Wie sollen wir endlich mal zufrieden sein hier mit was wir haben? 88.000, das heißt, es fehlt nicht mehr viel, bis wir die ja, den nächsten Meilenstein haben. Jetzt hier nochmal ein bisschen Wasser ran. Und dann hätten wir aber auch das hier so fett ausgebaut. 28 Minuten hier mal wieder. Die Stadt wächst und wächst und wächst und sieht eigentlich schon richtig witzig aus. Damit danke ich mich wieder bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, dass wir das hier bald ordentlich zum Laufen kriegen. 86, naja, ist nicht wirklich viel, aber auch nicht so wenig. Sehen wir hier irgendwo einen Zug? Ja, da. Wie viele sind da drinne? 172 Passagiere, also es ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Hält hier und dann steigen da ganz viele aus. 75, also steigen immer mehr Leute dazu. Hätte ich hier zwischendurch ein bisschen langsamer. Finde ich auch gut. Und wenn er da gerade fahren kann, fährt er schneller. Sehr gut. Zum nächsten Bahnhof. Da steigen da welche aus. Schön wäre halt so eine richtige Rundfahrt. Also so eine richtige Rundumfahrt. Ist es ja im Prinzip. Ist es ja im Prinzip. Fährt hier einmal so schön rum. Also hier machen wir auf jeden Fall schon so ein paar... Zack, rein, raus. Wie viel sind es jetzt? 145, also es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht.
Ja, ist halt eine Linie, ne? Man kann natürlich zwischen zwei Punkten so so eine Linie machen, die ganze Zeit da hin und her fällt, fährt. Weiß nicht, also die sind auf jeden Fall jetzt relativ lange unterwegs. Fahren halt im Kreis, ne? Das ist die Kreisbahn. So, und jetzt werden die da rausgelassen. Gucken. Da warten auch schon ganz viele. Und es kommen wieder 193 rein. Also ich wüsste jetzt nicht, dass das schlecht liefe hier mit dem Zug. Wird halt nur noch nicht so schnell oder gut aktualisiert. Ihr seht ja auch sehr viele Busse, die dahin fahren. Und so, das ist sehr, sehr gut. Das freut mich, dass es so gut eigentlich im Prinzip läuft. Und der Verkehr so ein bisschen entschärft wird. Es ist natürlich hier nicht mega optimal, ihr seht es ja. Aber ja, da kannst du halt nicht viel machen. Wie ist es hier oben nochmal ganz kurz mit dem Krankenhaus? Mit dem Müll, da ist auf jeden Fall. Krankenhaus habt ihr hier nicht. Ich schäme mich. Feuerwehr habt ihr. Polizei. Eher schlecht als recht. Und braucht ihr irgendwie noch hier Tote? Ja, da habt ihr irgendwie Kranke, ne? Aber braucht ihr ein Krematorium? Das sieht eigentlich nicht so gut aus. Deswegen packen wir da nochmal eins hin. Da auch nochmal. So, das sollte jetzt ein bisschen helfen. Und dann war's das für die Folge, ne? Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.